Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal V160 002. Ja, worum geht es heute? Ja, es ist der Fall eingetreten, den ich befürchtet habe und aber auch ein bisschen schon geahnt habe. Ich habe einen Stromabnehmer bei der BR184 geschrottet. Ja, und die möchte ich jetzt mal zeigen. Aber davon geht die Welt auch nicht unter. Diese Lok hat ja mittlerweile auch vier Stromabnehmer. Das ist eine Mehrsystem-Stromlok. So, mal ein bisschen weiter, damit ihr das Dilemma auch seht. So, das war ein bisschen zu weit. Aber ihr seht schon das Problem. Ja. Ja, Schuld habe ich selber. Aber 1% Schuld gebe ich auch dem Hersteller. Aber ich werde jetzt kein Meckervideo daraus machen, das kann andere viel besser. Hier seht ihr das Dilemma. Ja, ist alles schön und gut. Ja, auch eine meiner Problemlokomotiven gewesen, oder ist es immer noch, mit dem Stromabnehmer. Ja, ist alles schön und gut. Man will das alles so originalgetreu wie möglich gestalten und so fein und so genau wie möglich. Und da hat man sich entschlossen, so diese kleinen oder rasiermesserscharfen Schleifstücke hier zu verwenden. Also ich achte jetzt in Zukunft bei Elektrolokomotiven darauf, wie die Stromabnehmer oder die Schleifstücke gestaltet sind. Ja, was mache ich denn nun? Ich kaufe mir doch keinen neuen Stromabnehmer, die sind sauteuer. Ich werde einfach das hier fixieren, hier runter und das festsetzen und dieses Schleifstück wieder da ankleben. Und dann werde ich in Zukunft einen von den anderen Stromabnehmern benutzen. Ich fahre ja mit angelegten Stromabnehmer an die Fahrleitung und an einer bestimmten Stelle. Ja, ich habe meine Oberleitung so genau wie möglich angebracht. Aber es ist ein Problem, und zwar bei der Weiche, wo die zwei Fahrleitungen treffen. Und zwar ist das am hinteren Teil der Anlage, das seht ihr jetzt nicht, aber hier zum Beispiel, da treffen sich zwei, ein bisschen weiter rüber machen mal. Hier treffen sich zwei Fahrleitung an der Weiche und da ist der Stromabnehmer hängen geblieben und ich Dussel habt ihr auch noch richtig mit Schmackes fahren lassen und zack war das Ding kaputt. Ja, ich werde jetzt das fixieren und das Ding dann wieder ankleben und das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ja, das war es nochmal, dieses kleine kurze Update von der Baureihe 184. So, jetzt habe ich den Schleifer oben dran geklebt wieder, um das ein bisschen wieder ins rechte Licht gerückt. Ja, ich gehöre nicht zu denjenigen, die zum Beispiel auf dem Forum 1160 unterwegs sind. Da wird sich ja um jede Kleinigkeit ausgelassen und das mache ich ja nicht, ne? So, bin da ganz pragmatisch. So, jetzt habe ich hier den Schleifer hier oben angebracht wieder und den anderen ausgeklappt. Solange, bis ich den auch
aufs Gewissen habe oder verschrottet habe. Aber ich werde jetzt ein bisschen aufpassen drauf. So, das soll es nur auch gewesen sein. Und ich sage dem Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ein Horn hat die Lok auch. So, tschüss. Bis das nächste Mal, wenn ich wieder hier auf diesem Kanal erscheine oder nicht erscheine. Wer weiß. Aber in Zukunft werde ich auch mehr mich auf die Stromabnehmer konzentrieren. Ja, ich kann ja ein kleines Spoiler vorwegsetzen. Ich habe mir eine neue E-Lok gekauft, aber die werde ich nochmal in einem gesonderten Video vorstellen. So, jetzt endgültig aus, Schluss vorbei. Tschüss!